Guten Morgen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu den FlatEx Morning News. Am Freitag bewegte sich der deutsche Leitindex in einer Handelsspanne von ziemlich genau 100 Punkten. Am Ende des Tages näherte er sich aber wieder dem Vortagesschlusskurs an. Der DAX, der ging mit einem Plus von 0,1% aus dem Handel. Er schloss damit ganz knapp unter der 12.100-Punkte-Marke. Wie es heute weitergehen könnte, das fragen wir jetzt unsere Korrespondentin an der Börse in Frankfurt. Schönen guten Morgen, Franziska Schimpke. Ja, wir starten eine frische Handelswoche. Wie sind die Vorgaben? Ja, einen schönen guten Morgen. Die Vorgaben geben nicht allzu viel her. Beim Dow Jones haben wir am Wochenende oder vor dem Wochenende einen etwas lustlosen Handel gesehen. Am Freitag aber das Hauptereignis, das war ja dann auch schon rum, denn die Leitzinserhöhung mit auch der erwarteten Erhöhung, die war ja bereits geschehen und somit der Dow am Freitag 0,1% schwächer aus dem Handel gegangen. Auf Wochensicht gesehen hat man aber noch ein hauchdünnes Plus einfahren können. An den japanischen Börsen bleibt die Börse heute geschlossen aufgrund eines Feiertags. Der Hang Seng, der ist aber gut aufgelegt. 0,6% geht es da nach oben. Shanghai Composite hingegen leicht im negativen Bereich. Ja, und der DAX, der hat am Freitag, am Hexensabbat, sich etwas ausbremsen lassen vom starken Euro. 0,1% des Plus letztlich. Auf Wochensicht gesehen, da haben wir aber einen ganz ordentlichen Satz nach vorne gemacht, nämlich ein Plus von über 1%. Die 12.000-Punkte-Marke, die haben wir also. Und da sagen dann die Experten, naja, also Nachhaltigkeit haben wir jetzt schon unter Beweis gestellt. Das nächste Ziel sind die Allzeithöchststände. Dafür brauchen wir allerdings Impulse. Die müssen wir ein bisschen suchen, denn die Berichtssaison geht langsam aber sicher zu Ende. Von Seiten der Konjunktur kommt noch natürlich weiter einiges, aber vor allen Dingen eben auch die Präsidentschaftswahlen in Frankreich ein großes Thema. Von daher heute der Start erstmal etwas zögerlich und dann gehen wir auf die Suche nach neuen Impulsen. Ja, jetzt sind wir mal gespannt, ob wir was finden. Ganz herzlichen Dank, Franziska, für die Einschätzung. Aus charttechnischer Perspektive, da verbleiben auf der Oberseite beim DAX zunächst die Bewegungshochs bei 12.082 sowie 12.156 Punkten im Visier. Könnten sich die Bullen jedoch nicht oberhalb der 12.000-Punkte-Marke behaupten, muss mit weiteren Rückläufen bis auf 11.920 Punkte gerechnet werden. Zwei Produktideen, mit denen Sie auf diese Ausgangslage reagieren könnten. Auf der Long-Seite ein Faktorzertifikat auf den DAX mit der WKN MF0 BVL. Falls Sie aber hingegen dann doch auf fallende Kurse setzen wollen, könnten Sie das tun mit einem Faktorzertifikat auf den DAX mit der WKN MF0 BVM. Schauen wir nochmal gemeinsam auf die Termine des Tages. Wir haben ja schon gehört, diese Woche ist nicht viel los. Auch heute nur zwei Termine, 10 Uhr, der IFO-Geschäftsklimaindex für den März und um 11 Uhr noch die Arbeitskosten aus der EU für das vierte Quartal 2016. Noch ein Hinweis auf unseren Newsletter, liebe Zuschauer. Unter flatex.de/service/newsletter können Sie sich für diesen eintragen. Um 8.30 Uhr bekommen Sie ihn dann montags bis freitags zugeschickt. Und es gibt auch täglich ein Update des Newsletters, und zwar um 10.30 Uhr dann. Ja, liebe Zuschauer, dann wünsche ich Ihnen einen schönen und erfolgreichen Start in die frische Handelswoche und sage bis morgen hier bei den FlatEx Morning News.